Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World 2003. Ja, auf Facebook habe ich das schon mitgeteilt, dass mir leider der Spielstand nach einer dass das die Aufnahme nach einer Stunde abgekackt ist. Was mir gerade einfällt, deswegen habe ich im Infovideo ja auch erwähnt. Und deswegen muss ich jetzt einen Teil nochmal neu spielen. Leider habe ich erst nach dem Genbu-Leader ein Save gemacht. Das heißt, das kann ich euch leider jetzt nicht zeigen, wie ich schön elegant den Genbu-Leader platt gemacht habe. Also wir haben jetzt das Abzeichen. Der Kampf war eigentlich jetzt nicht so schwer gewesen. Und wir könnten jetzt hier in die reale Welt. Ich weiß ja jetzt, was gleich passiert, was mir dann hoffentlich ein wenig hilft. Dies ist die Notfall-Matrix-Kammer. Wenn du das System verwenden möchtest, wende dich an mich. Du möchtest das Kammersystem verwenden? Zeige mir die vier Liederabzeichen. Da, bitteschön. Alles grün, wir sind fertig mit AJs Test. Matrix-System wird umgekehrt. Wo möchtest du in der echten Welt realisiert werden? Militärstützpunkt Magasta in der echten Welt. Das ist auf der Ozeanebene. Verstehe, Militärstützpunkt Magasta. Man sich einfach so einen Militärstützpunkt realisieren kann oder hinbeamen lassen kann, geht auch klar. Bestätigt, liegt noch im Warp-Bereich. Aber wegen der Systemstabilität existierst du nur 180 Sekunden lang in der echten Welt. Sprich 3 Minuten. Moment mal, und wenn das zu wenig ist? Die Realisierung bricht ab und die Matrix bringt dich zurück. Keine Sorge, die Matrix-Daten werden nicht zerstört. Wir starten jetzt das Matrix-System. Also gut, was soll ich tun? Begib dich zum Warpport, links von mir. Viel Glück, AJ. Ja, 3 Minuten. Zeitbegrenzung. Ich hasse Zeitbegrenzung in Spielen. Da werde ich immer so panisch. Scotty, beam me up. Unterseebasis Magasta K1E. Kellergeschoss, erstes Geschoss, keine Ahnung. Erste Ebene. Okay. Ja, es ist wirklich die echte Welt. Wow, mein Körper ist wirklich hier. Tja, dafür habe ich leider keine Zeit. Wir haben nur 180 Sekunden, wir müssen uns beeilen. Ja, große Zeitzeige. So. Leer. Super, super Ladung. Hier sind Kisten, meist leer. Auch ne, Powerladung, die wird mich wieder irritieren. Ich habe mir damals letztes Mal nicht alle angeguckt, aber ich weiß ungefähr, was wir machen müssen. Wofür ist diese Steuerung? Ich drücke einfach mal diese Taste. Ich bin ja froh, dass da jetzt die Zeit eh noch mit weiterläuft. So wirklich nur, wenn man läuft. Auch bei Kämpfen. Es gibt hier echt noch Demon-Kämpfe. Obwohl das gut ist. Naja, ich habe was aktiviert. Ich glaube, das war ein Portal. So, das wollte ich hier haben, definitiv. Giftzahn, genau. Okay, er hört auf. Ah, aber dann nicht Items. Zurück, zurück, zurück. Den Gift hatte ich letztes Mal auch schon. Der war sehr gut gewesen für Inzi. Besatzern war das dann nicht denn? Ja. Der wäre sehr schnieke. Den wollte ich gerne wieder haben. Zum Glück habe ich mir das grob gemerkt. So, dann jetzt wieder hier lang. Die Kiste nehmen wir auch noch mit. Die war jetzt leer. Ging das? Ah! Metal Citramon. Ja, auch hier gibt es noch Kämpfe, wo ich mich frage, warum? Weil das ist doch echte Welt. Warum sind hier die Digimon? Aber nun ja. Hau drauf. Ich finde Metal Citramon für die komische Nase. Genau, hier bin ich mit Inzi relativ gut durchgekommen, also das klappte alles ganz gut. Ja, lass doch dein Köpfchen nicht so hängen. Der Schaden ist voll verkraftbar. Ich bin echt froh, dass es jetzt hier wieder ein bisschen leichter durchgeht. Es ist doch etwas mühselig, wenn du so 20 Stunden an so einem Gegner hängst. Auch nicht schön.
Dann mal gleich weiter. Ich hoffe, ich bin jetzt gerade richtig gegangen. Nein, war ich nicht. Trihorn. Ich muss das mal jetzt immer gleich nachgucken. Weil ich das sonst vergesse. Ich kriege hier einige Items. Ausrüstung ansehen. Flügelhelm. Trillhorn, Trihorn. Ich habe jetzt dieses, den Flügelhelm. Mit 432 Verteidigung. Das Trihorn. Ach, ganz ehrlich, der geht in die Verteidigung ein bisschen runter, dann mache ich das Trihorn hier drauf. Da sogar noch mehr Angriff, ein bisschen Verteidigung weniger, aber das hat ihm noch nie gefehlt. Heilige Ruhe war es nicht. Alte Klaue. Ich hätte doch gerade noch was anderes bekommen. Nee, sollte passen, ich habe schon wieder vergessen. Und jetzt war ja nur die super Powerladung, das Giftding, dann das Trihorn. Das sollte eigentlich so passen. So, dann mussten wir ja hier lang. Ja, du wärst erst da hoch und dann rechts. Gott, ich und Orientierung. Es schießt erst aus seiner Nase. Es ist die Nasenkanone. Nasenbombenkanone und nicht. Das hatte ich letztes Mal gehabt beim Gelbenbulli-Kampf. Da hatte ich eine Powerladung auch irgendwo gefunden. Und ich Insta war gerade voll am Gewinn. Ich musste ihn da einmal voll halten. Und ich habe aus Versehen auf die Superladung geklickt. Powerladung nur geklickt. Er hat nur 500 gehalten, weil er im nächsten Schlag weg, was nicht so gut war. Wir sehen die normale. Ah ja, das macht jetzt nur ein bisschen mehr Schaden. Also das war jetzt schon vollkommen okay, dafür machen wir mehr Schaden, was sich am Ende mehr lohnt. Genau, weil vorhin brauchten wir noch 4 Schläge bei Metall Citrimon und jetzt brauchen wir nur noch 3. Das lohnt sich echt. Mal kurz Powerladen, dass die gleich weg ist. Weil ich glaube, er müsste jetzt nochmal angreifen. Ja. Ich bin so gut. Irgendwann kriegt man so ein Gefühl dafür, wann die angreifen und so. Ist es so eine mentale Verbindung mit dem Digimon, dass es einem sagt, heil mich jetzt, ich kann gleich nochmal angreifen. Genauso ist das und nicht anders. Was? Oh Gott, war das jetzt so? Gaster K1E. Nein, 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 das ist falsch. Da komme ich wohin, wo ich noch nicht hin kann. Da komme ich wohin, wo ich noch nicht hin kann. Wo ich beim letzten Mal irgendwie dreimal hingelaufen bin, bis ich geschaltet habe. Ach, da kann ich noch nicht hin. Warte mal, was? Dann doch so. Oh Mann. Ich frage mich echt, wie das hier sein kann. Na egal. Aber beim letzten Mal habe ich das zeitlich. Eigentlich hätte ich es schaffen können. Ich wusste halt nur nicht, wo ich lang musste. Jetzt weiß ich es ja grob. Man kann es zeitlich schaffen. Okay, für Wamon brauchen wir dann doch 2 Schläge mehr. Ein Schlag mehr. Hard Rain. Kennt ihr das bei Digimon World? World 1 ist das ja, wenn man Wamon hat, wenn das einen hinterher schwimmt, finde ich, hört sich das immer voll an, als würde da einer im Schnee hinter einem herstapfen. Rotes Kabel. Oh Gott, das heißt, damit habe ich euch auch mal gekriegt. Ja, tut mir leid, wenn ich jetzt die ganze Zeit gucken gehe, aber das, letztes Mal wusste ich echt nicht mehr, was ich da an Items hatte. Rotes Kabel war, glaube ich, hier. Hexsticker, Verzähler. Ne, das war doch nicht hier. Was ist denn das rote Kabel? Jetzt aber das doch jetzt rotes Kabel. Ja, Feind hab. Ach so. Das ist dann so wie Mega Sauger nur als Item. Ist auch gar nicht mal so schlecht. War das. Ja, 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 das ist. Nicht richtig. Superladung wieder, ja, kann ich immer gebrauchen.
Eine Baskenmütze. Leer. Baskenmütze. Ach, das waren ja diese Franzosenmützen, oder? Was ist eine Schulmütze? Ah, okay. Dieser Hut verleiht Klugheit. Ja, das passt ja ganz formidabel. Ja, das nehmen wir den Basken. Die Baskenmütze. Das ist ein französisches Phänomen. Wenn das jetzt mit diesen französischen Hüten war. Wenn ich mich jetzt vertue, tut mir leid. Oh Gott, das war doch hier irgendwo. Scheiße. Vorhin so, ja, ja, ist das. Ah, jetzt bin ich richtig. Jetzt bin ich richtig. Warte, ich lasse Juggernaut nicht starten. Eindringling-Alarm. Eindringling-Alarm. Sofort löschen. Ja, ein Boss-Battle gegen einen Roboter. Dragomon, das heißt glaube ich eher Dagomon, ohne R. Ich find's immer lustig, wie die in den Übersetzungen seinen Dubnamen immer noch irgendwie so Buchstaben halt einfügen. Dagomon ist ja auch in Digimon Adventure 02 vorgekommen. Es hätte eigentlich einen viel besseren Endboss gegeben als Malumiotis, man den Originalnamen weiß ich jetzt leider gerade nicht. Bevor das über Malumiotis man merken kann. Das haben sie natürlich wieder nicht gebracht. Diese ganze Szene da mit der See der Dunkelheit. Das Meer der Dunkelheit war das, ja. Das haben wir total ignoriert. Finde ich schade. So. Digimon Zero Two, das hatte so viele Lücken in der Story und viele Ungenütztes und total unlogisch erklärtes. Aber nun ja. Das ist gerade noch, wo ich das sehe. Pokémon! Das ist ein Mega-Level-Digimon. Metallische Stacheln schießt. Also, tut schon ein klein bisschen weh. Nur ein bisschen. Ach, warte mal. Pokémon, genau. Das wird mir ein bisschen. Nein, das wäre ich eins zu weit. Magikyo. Sakuya, es ist immer noch ein Meeresdigimon und auch wenn es Metall hat. Ich glaube, es jetzt mehr oder Metall ist, sie schafft es besser als er. Wenn sie jetzt die Attacke blockt, wäre das schön. Ah, wie viel macht Schaden? Also so einmal wird es sich noch überlegen. Überleben. Oh, natürlich, sie macht jetzt einen Volltreffer, was ich jetzt sehr hoffe. Gut. Ja, sie sind mit einem Schlag besiegt. Und das ist Giromon. Ach Gott, das Smiley mit Kettensäge. Das ist echt für mich so ein Smiley mit Kettensäge. Was so Bomben wirft. Bist du tot? Ja, ist er. Entschuldigung! Ja, Mann. Den sollte der jetzt eigentlich wieder schaffen. Das ist halt das Problem mit Kyo. Sie hat echt kaum Verteidigung. Aber nun ja, der verhaust halt ordentlich rein. Ah, er hat das Gift mit reingewirkt. Ich sollte mal heilen, fällt mir gerade auf. Ich bin froh, dass das gerade so schnell ist. Ich habe das jetzt echt früh gestellt. Das kann bestimmt gleich wehtun. Okay, er hätte es überlebt. Aber muss sich drauf ankommen lassen. Oh, viel Giftschaden. Finde ich gut. Jetzt haben wir so hängt, so. Es hat auch Counter. Ich hasse es, wenn die Counter haben. Aha, dafür bist du jetzt tot. Aha. Schön gewonnen. Gewonnen, ich bin der Größte. Ja, noch nicht ganz. Da funkelt was. Hoch, da liegt was auf dem Boden. Es ist eine Wemon-Waffe. Hier, der Dramon-Guard. Oh, warte, dafür habe ich keine Zeit. Ich muss den Juggernaut-Shot verhindern. Okay, welchen Knopf? Immer den großen roten blinkenden. Welche Taste? Es ist diese.
Huh, nichts passiert. Aber wenn die AOA hier wären, das sollte den Juggernaut-Start verhindern. Nachricht von Magaster Mannschaft. Das Glas-Kriegsschiff Juggernaut hat fast volle Energie. Mannschaft der Basis muss sich in Sicherheit bringen. Wiederhole. Es ist Krieg. No. Was? Warum stoppt es nicht? Das war eine Falle. Dann sind die Aua irgendwo. Anders?